Wir sind Hüter des Friedens, kein Soldat. Er hat mir gesagt, dass Sie ihn umgebracht haben. Ich bin dein Vater. Kenobi! Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier beim Towntown Talk. Heute zu Gast bei mir ist der Jochen von der German Garrison. Hallo Jochen, guten Tag. Sparen Sie sich die Floskeln, ich bin hier, um dafür zu sorgen, dass der Bau dieses Todessterns wie geplant abgeschlossen wird. Hallihallo. Ja, jeder, der schon mal ein Star Wars Kostüm anhatte oder sich darum schlau gemacht hat, stolpert automatisch auch über die German Garrison. Und darüber wollen wir heute sprechen, ein bisschen ins Detail gehen, hinter die Kulissen gucken und bin ich gespannt, was dabei rumkommt. Aber erstmal, Jochen, stell dich doch bitte mal kurz vor, wer du bist, wo du herkommst. Ja, das mache ich sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung, dass ich heute die German Garrison hier vertreten darf. Wie du schon gesagt hast, ich bin Jochen, ich bin seit 2016 bei der German Garrison. Und jetzt seit einiger Zeit eben auch für die Pressearbeit verantwortlich. Und ja, in dem Zuge bist du bei mir gelandet und jetzt unterhalten wir uns heute. Und ja, ich werde gerne deine Fragen zur German Garrison beantworten, ein bisschen was drüber erzählen, was wir so machen. Und ja, dann können wir mal gucken, wo uns das Ganze dann so hinführt. Genau, also die Kontaktaufnahme hat auch völlig problemlos funktioniert. Die Antworten kamen prompt. Sei sofort drauf angesprungen. Hab mich sehr gefreut, dass das so ja, gut ein bisschen Verzögerung ist, glaube ich, ja, natürlich immer dabei. Wir machen das ja alle als Hobby und freiwillig. Und ja, insofern gucken wir, dass wir immer so schnell wie möglich reagieren. Aber manchmal dauert es halt ein bisschen. Genau. Ja, also die German Garrison. Wahrscheinlich die Geschichte darüber zu erzählen, dauert 2-3 Stunden, nehme ich an. Oder könnte man das zusammenfassen, was das also global gesehen erstmal ist und dann speziell für den deutschen Bereich? Ja, das kann man schon ganz gut zusammenfassen. Also grundsätzlich ist es ja so, dass die German Garrison ein Ableger ist in Deutschland, des weltweit größten Kostümclubs, der 501st Legion. Die gibt es schon ganz, ganz lange, tatsächlich auch länger als die German Garrison selbst. Und die deutsche Untereinheit sozusagen wurde 2000 gegründet. Also wir haben letztes Jahr unser 20-jähriges Jubiläum gehabt. Und ja, seitdem sind wir eben hier in Deutschland aktiv. Am Anfang natürlich nicht ganz so zahlreich, aber mittlerweile sind wir angewachsen auf fast 1000 Mitglieder. Und sind eben in ganz Deutschland vertreten, haben uns aufgeteilt in 5 Squads, also Untereinheiten nach Postleitzahlregionen, um dann eben auf regionaler Ebene so ein bisschen besser das Clubgeschehen koordinieren zu können. Und ja, wir haben uns im Prinzip den gleichen Zielen verschrieben wie die 501st Legion insgesamt. Vielleicht da kurz ausgeholt, die 501st Legion ist eben ein Star Wars Kostümclub, der in Amerika gegründet wurde von Alvin Johnson. Ja, der hat das Ziel, eben nicht nur Star Wars Kostüme zu bauen und dann eben den Mitgliedern hat die Möglichkeit zu geben, sozusagen das unter einem gemeinsamen Dach zu tun, sondern es ist uns eben auch ganz wichtig, dass wir die Kostüme, die unsere Mitglieder bauen, dann entsprechend halt auch auf Veranstaltungen präsentieren, so ein bisschen für Star Wars werben, für die ja, Begeisterung an Star Wars werben und insbesondere auch für einen guten Zweck tätig zu sein. Und das machen wir eben weltweit, wo wir dann in unseren Kostümen halt wohltätige Zwecke unterstützen, seien es Krankenhausbesuche oder Spendensammelaktionen unterstützen oder. Also da sind alle Kollegen in Deutschland, aber eben auch international sehr umtriebig dabei. Tja, das ist schon mal eine sehr, sehr gute Einleitung. Kann man sich schon mal so ein Bild malen, umreißen. ja, und du persönlich, also du bist für die gesamte Presseabteilung, also du bist die Presseabteilung der German Garrison. Oder? Also ich bin jetzt nicht alleine. Genau, es ist ja grundsätzlich so, unser Club ist ist jetzt kein kommerzieller Club, sondern es ist im Prinzip alles ein Hobby und alle, die sozusagen halt in der Organisation beteiligt sind, machen das freiwillig
Und dementsprechend, ja, habe ich mich eben bereit erklärt, so ein bisschen den Club zu unterstützen, was die Pressearbeit betrifft. Habe eben auch noch Kollegen in den anderen Regionen, mit denen ich da zusammenarbeite. Und letztlich natürlich auch unsere Clubführung, die natürlich auch wesentlich damit beschäftigt ist, die German Garrison dann letztlich auch zu vertreten. Und ja, wie gesagt, heute hast du das Vergnügen mit mir. Ja, sehr cool. Ja, 1000 Mitglieder hast, sagst du ja. Und ihr, na, erstmal wollte ich natürlich sagen, Glückwunsch nochmal zum Jubiläum letztes Jahr. Was ja Dankeschön. natürlich alles ein bisschen ungünstig war, wahrscheinlich. Ihr hattet wahrscheinlich was anderes geplant oder was Größeres. Ja, wir hätten tatsächlich sehr gerne mit einem Event für unsere Mitglieder gefeiert, dass wir alle mal wieder die Möglichkeit haben, uns zu treffen und gemeinsam sozusagen auch das Jubiläum zu begehen. Das hat natürlich jetzt durch die Pandemie bedingt nicht so richtig geklappt. Aber ja, wie man so schön sagt, aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Und wir haben uns ganz fest vorgenommen, das dann noch nachzuholen. Jetzt wird es ja in diesem Jahr weiterhin schwierig sein, aber im Zweifelsfall muss es dann halt nächstes Jahr das 22. Jubiläum sein. Irgendwann wird sich eine Gelegenheit ergeben, wo wir es nachholen können. Wir sind auf jeden Fall sehr stolz drauf, dass wir jetzt nicht unbedingt alle persönlich natürlich, aber insgesamt als Club tatsächlich hier schon so lange aktiv sind. Ja, das und verteilt über ganz Deutschland, nehme ich an. Ich selber kenne natürlich auch, also beziehungsweise unser Verein hier oben und sind natürlich auch Mitglieder doppelt vertreten. Ja, Und klar. daher, was ja auch kein Problem ist. Also man ist ja nicht gebunden auf einen. Ihr lasst auch Leute zu, die woanders auch noch aktiv sind wahrscheinlich, ne? Also. Ja, klar. Also wir haben auch Mitglieder, die in mehreren Clubs aktiv sind, nicht zuletzt in unserem Schwesterclub der Rebel Legion. Da gibt es auch ganz viele Leute, die halt letztlich auf beiden Seiten der Macht sozusagen Kostüme gebaut haben und da entsprechend halt mit dabei sind. Ja, das vielleicht noch ergänzend für alle, die es nicht wissen. Die German Garrison und die 501st Legion haben sich insgesamt eben halt Kostümen verschrieben, die sozusagen die bösen Charaktere aus Star Wars darstellen. Die Schurken, die Gauner, alles Imperiale, alle Mitglieder der Ersten Ordnung oder halt anderweitig der dunklen Seite. Genau, und die Helden und die guten Charaktere, die sind vertreten bei der Rebel Legion, unserem Schwesterclub. Und da waren, glaube ich, die Kollegen ja auch schon bei dir zu Gast, Ja, genau. wenn mich nicht alles täuscht. Genau. Aber das Wort, ja, böse ist natürlich immer dunkle Seite oder ist es mehr, ja, was heißt dunkle Seite? Das ist ja, so ein Mando ist ja nicht unbedingt dunkle Seite, ne? Also. Nee, genau, deswegen. Also grundsätzlich ist natürlich böse immer eine Frage der Perspektive. Aus Ja. unserer Perspektive sind natürlich wir die Guten und die Rebellen die Bösen. Das ist natürlich völlig klar. Aber ja, also wie gesagt, das ist nicht rein beschränkt auf imperiale Charaktere oder Charaktere der dunklen Seite, sondern eben auf, ja, wir haben uns geöffnet für alle Charaktere, die halt letztlich das Imperium unterstützen oder jetzt zumindest von ihrer Gesinnung her nicht unbedingt rechtschaffen sind. Ja. Also Gauner, Schurken, Kopfgeldjäger sind bei uns genauso willkommen wie tatsächlich eben ja, Angehörige des Imperiums in der Ersten Ordnung. Also ein bunter Mix, auf jeden Genau. Fall. Es gibt immer sehr viel zu sehen, wenn ihr unterwegs seid, vermute ich. Ja, also allein dadurch, dass es ja mittlerweile natürlich sehr viel Star Wars gibt, nicht nur jetzt, was die tatsächlichen Kinofilme betrifft, sondern ja auch darüber hinaus, ist es natürlich eine Vielzahl an möglichen Charakteren, die man da halt letztlich darstellen kann. Und wir sind ja auch nicht beschränkt auf die klassische Trilogie oder jetzt eben halt insgesamt die Filmtrilogien, sondern haben ja Kostüme aus Comics, aus den Fernsehserien, aus dem erweiterten Kanon, also der ist ja mittlerweile umgetauft, in die Star Wars Legends. Und im Prinzip alles, was in einem offiziellen Star Wars-Werk irgendwo als Charakter existiert, und letztlich von einem Menschen dargestellt werden kann, das kann bei uns als Kostüm eingetragen werden. Wer entscheidet denn, was man bei euch machen kann? Also kommt das aus den Staaten? Wird das vorgegeben? Gibt es da eine obere Instanz? Oder so zum Beispiel ein Charakter Dr. Aphra, sehe ich gerade hier als Actionfigur, würde die bei euch funktionieren? Also der Ausgangspunkt dürfte jetzt nicht eine Actionfigur sein. Der Ausgangspunkt müsste immer ein offizielles Star Wars-Werk sein, also ein Buch, ein Comic, ein Film, eine TV-Serie, also irgendwas, was im tatsächlich engen Kanon oder halt dem erweiterten Kanon eben existiert als Charakter.
Das ist auch der Grund, warum jetzt zum Beispiel ein Custom Mando oder so bei uns nicht eingetragen werden kann, sondern es braucht immer eine offizielle Vorlage. Und da ist es im Prinzip so, dass alle Untereinheiten der 501st Legion sich eben die gleiche Kostümdatenbank sozusagen teilen. Die kann man auch online einsehen auf 501st.com. Und dann gibt es eben zu jedem Charakter, der bei uns registriert ist, sozusagen eine Kostümrichtlinie, die man dann eben mit seinem Kostüm erfüllen muss, um Mitglied in der jeweiligen Garrison oder der 501st Legion werden zu können. Und ja, also wenn es halt einen Charakter gibt, den man machen möchte, der noch nicht existiert, sozusagen in dieser Datenbank, dann muss man halt mit der regionalen Untereinheit Kontakt aufnehmen und dann wird der Prozess sozusagen in Gang gesetzt, dass dann eben ein Team in der Legion zusammen mit den Mitgliedern von den Kostümdetachments dann eben guckt, in welches Detachment passt dieser Charakter, qualifiziert er sich, erfüllt er sozusagen die Kriterien, dass er jetzt nicht rechtschaffend ist, sozusagen von der Gesinnung her. Und wenn das Grundlegende sozusagen alles abgehakt werden kann, dann gibt es eben ein Team, das dann sozusagen halt den Antragsteller auf seiner Reise begleitet, dieses Kostüm zu bauen, die Kostümrichtlinien dafür zu erstellen. Und wenn das abgeschlossen ist, was schon manchmal ein langer Prozess sein kann, dann wird das Kostüm eben registriert und sozusagen freigegeben, damit andere Mitglieder das dann, wenn sie mögen, eben auch bauen können. Also überhaupt kein Legends-Bereich. Also, oder war das da mit drin dann? Also auch der erweiterte Kanon ist mit Ah, drin. okay. Also genau, es muss halt nur im Prinzip aus einem lizenzierten Star Ach Wars so, okay. Werk sozusagen muss es sein. Also es gibt ja auch ganz viel im Fanfiction-Bereich und so weiter. Das sind einfach Bereiche, die sich nicht qualifizieren, aber alles, was sozusagen auf einem offiziellen, von Lucasfilm autorisierten Star Wars Werk, was dort existiert, kann grundsätzlich mal als Kostüm bei uns in Frage kommen. Dr. Aphra Comic ist ja lizenziert eigentlich, oder? Das wäre dann. Ja, aber es müsste halt sozusagen, also der Ausgangspunkt dürfte jetzt nicht eine Actionfigur sein. In dem Ah ja, Fall okay, ja, sozusagen okay. ist es das Gleiche, weil die Actionfigur dann höchstwahrscheinlich auch lizenziert ist. Ja, stimmt. Aber der Ausgangspunkt ist ja sozusagen der Charakter in dem Ja. Werk. Und auch die Actionfigur würde ja dann auf diesem Charakter basieren und jetzt nicht Ach sozusagen, so, okay. es wäre ja keine originäre Actionfigur, sondern die wiederum ist ja auch einem Charakter nachempfunden. Das klingt nach sehr viel Arbeit. Und da sind wahrscheinlich einige Leute bei euch damit beschäftigt, das alles abzuarbeiten. Also gibt es denn, ich vermute auch mal so eine, ja, eine Kommandostruktur oder einer, der das Sagen Genau. hat oder mehrere? Ja, genau. Es gibt eine Kommandostruktur, also grundsätzlich mal übergeordnet halt die weltweite Struktur, dass die Legion insgesamt natürlich einen Kommandostab hat, der für die weltweite Organisation zuständig ist. Wir haben einen Commanding Officer mit Stellvertretern. Wir haben weltweite PR-Teams, weltweite Teams, die sich eben um die zentrale Kostümdatenbank, die Erstellung kümmern. Und was eben auch noch ganz wichtig ist, ist, dass wir diese Kostümabteilungen haben, von denen ich gerade schon sprach, die Detachments. Und das sind eben Unterbereiche, wo Kostüme zu bestimmten Themen oder bestimmter Gruppen eben zusammengefasst werden und dann von einem Team an Kostümspezialisten sozusagen, die sich wirklich nur diesem jeweiligen Thema widmen. Da werden dann eben die Kostümrichtlinien betreut, erstellt und überarbeitet und auf dem Laufenden gehalten. Und diese Detachments haben dann jeweils auch Foren, wo man sich eben registrieren kann. Und diese Foren sind dann in der Regel auch der beste Einstiegspunkt, wenn man sich selber jetzt entscheidet, ein Kostüm zu bauen, was man dann im Endeffekt in der 501st Legion oder der Garnison halt im jeweiligen Land registrieren möchte. Da kann man wirklich alles dann dazu finden, abgesehen von den Kostümrichtlinien, mögliche Bezugsquellen, sich austauschen mit anderen Mitgliedern, die das Kostüm schon gebaut haben. Wir haben ganz viele Build-Threads, wo man dann eben nachvollziehen kann, wie andere Mitglieder ihre Kostüme dann erstellt haben, weil man halt Inspiration braucht, wie bestimmte Sachen gemacht werden können und so weiter und so fort. Also da gibt es wirklich natürlich einen sehr großen Fundus an Informationen und an Material, der sich halt auch über die Jahre natürlich so angesammelt hat. Wir sind weltweit über 14.000 Mitglieder. Das ist schon ganz sportlich.
Und es gibt ja die 501st Legion mittlerweile auch in über 60 Ländern. Also ja, da gibt es einen reichhaltigen Erfahrungsschatz. Das glaube ich ja. Und wahrscheinlich, also es ist dann auch so, wenn ich jetzt sage, jetzt ich möchte bei euch mitmachen, kann ich mich schon mal anmelden vorab in dieses Forum, ohne irgendwas zu haben. Also um mich da schlau zu machen zum Beispiel oder Hilfe zu bekommen und Genau, also wir haben ein öffentliches Forum, unser deutsches Forum auf 501st.de. Genau, da kann man sich auch anmelden. Das ist völlig unabhängig von der Mitgliedschaft und kann dort eben sozusagen mit Mitgliedern oder anderen Interessierten sich eben austauschen über ein Kostüm, das man bauen möchte. Und genauso funktioniert es auch mit den Detachment-Foren, also mit den Foren der internationalen Kostümgruppen. Da muss man auch noch kein Mitglied sein, um sich dort anzumelden. Es gibt dann meistens geschlossene Bereiche für Mitglieder, die dann eben ihr Kostüm schon fertig haben. Aber es ist grundsätzlich möglich, auch als noch Nicht-Mitglied dann eben Zugriff zu haben auf diese ganzen Kostümressourcen. Ah, okay. Das kommt dann alles wahrscheinlich im nächsten Schritt, wenn man, oder hat man dann eine gewisse Zeit, ja, wo, nee, wenn ich ein Kostüm habe, es eingereicht habe, dann, und es abgenommen, ist man dann automatisch, dann, ab dann ist man Mitglied in der Genau. German Garrison, okay. Genau, du hast aber jetzt auch keinen Zeitdruck. Also es gibt jetzt niemand, der sagt, du hast dich jetzt vor 6 Monaten bei uns im Forum angemeldet, es ist noch nichts passiert, was ist da los? Also das ist überhaupt nicht der Fall. Jeder hat im Prinzip so viel Zeit, wie er möchte, um dann halt das Kostüm zu bauen oder auch nicht. Ja. Es gibt sicherlich auch Leute, die vielleicht unterwegs beschließen, dass keine Ahnung, dass sie es doch nicht machen möchten oder dass es einfach nicht ihren Vorstellungen entspricht. Aber da gibt es überhaupt keinen Druck. Wir freuen uns natürlich sehr und sind auch immer sehr bestrebt, halt Interessenten oder Anwärter sozusagen halt auf ihrer Reise dann zu begleiten während dem Kostümbau. Aber ja, tatsächlich die eigentliche Mitgliedschaft, die erlangt man dann automatisch, wenn man sein Kostüm fertig gebaut hat, wenn es eingereicht ist und wenn es dann eben von unserem GMO-Team, so heißen die Kollegen, die sich darum kümmern, dass die Kostüme eben den Richtlinien entsprechen. Wenn es dann abgenommen ist und eingetragen ist, dann ist man offiziell Mitglied. Und dann muss es aber genauso immer bleiben. Also es darf nicht verändert werden, dieses Kostüm. Sei es auch nur, ja, weiß ich nicht, minimal, wenn man irgendwo mit hingeht, quasi. Gibt es da Leute, die darauf achten, oder ist das dann ja, Also man geht selbstverständlich sozusagen eigentlich? halt, das gehört mit zu unseren Bedingungen, dass man letztlich die Selbstverpflichtung eingeht, dass das Kostüm halt so bleibt, dass es den Richtlinien entspricht. Also jeder, der schon mal getubt hat oder öfter getubt hat, wird feststellen, dass hin und wieder einfach mal was kaputt geht. Ja, gut, klar, Und wenn das zum ja. Beispiel der Fall ist, dann ist es natürlich, also dann wird es auch erwartet, dass man das Kostüm halt repariert und es instand hält. Es gibt auch manchmal den Fall, dass Kostümrichtlinien überarbeitet werden und wenn dann jemand sich entschließt, sozusagen sein Kostüm auf dem aktuellen Stand halten zu wollen, dann ist auch das in Ordnung, aber dann muss man tatsächlich eben nochmal halt Fotos nach der Überarbeitung halt an das GMO-Team schicken, dass die das wiederum nochmal bestätigen können, dass es jetzt wieder den aktuellen Richtlinien entspricht. Aber man ist, wenn das Kostüm mal abgenommen wurde, das passiert ja immer auf den zu der Zeit gültigen Kostümrichtlinien sozusagen, dann gilt dieser Status auch. Also wenn wir jetzt zentralseitig die Richtlinien überarbeiten, gibt es Bestandsschutz für Kostüme, die einfach schon abgenommen sind. Und es ist ja, also im Regelfall auch so, dass, ja, wie gesagt, Mitglieder einfach die Selbstverpflichtung eingehen, sicherzustellen, dass ihre Kostüme regelkonform sind. Und wir haben jetzt nicht, also vielleicht mal in Ausnahmefällen bei ganz besonderen Events oder großen Events, dann tatsächlich auch Leute, die tatsächlich prüfen, dass die Kostüme soweit auch okay sind. Aber wir fahren in der Regel sehr gut damit, dass die Mitglieder sich eben selber verpflichten, darauf zu achten. Ich meine, letztlich hat jeder wahnsinnig viel Arbeit investiert in dieses Kostüm und dann ist natürlich der Anreiz irgendwo da, dass man natürlich auch mit Stolz das Kostüm tragen kann. Und da gehört es dann einfach dazu, dass es in Ordnung ist. Ja. Zeit und Geld, ne? Machen wir uns nichts vor. Ich weiß, ich bin zwar nicht vergleichbar, kann man das vergleichen, kann man das nicht. Ein Jedi zum Stormtrooper zum Beispiel oder zum Darth Vader, das ist wahrscheinlich dann ja. Darth Vader ist ein bisschen Königsklasse bei den Genau, Kostümen, ja, so Königsklasse, wie das Boba ist. Fett auch zum Beispiel. Also das ist, sind einfach Kostüme, die halt besonders aufwendig sind. Und ja, klar, also da gehört dann einfach mehr dazu, aber wir haben auch ganz viele Kostüme, die halt einen vergleichsweise leichten Einstieg ermöglichen. Und
Ja, also das ist, es gibt eine große Bandbreite und im Endeffekt findet eigentlich schon jeder, der möchte, ein Kostüm, mit dem er dann bei uns Mitglied werden kann. Wenn er denn so eingestellt ist, um beim Imperium zu dienen, dann ist das ja kein Problem. Kommt für mich Ja, wie persönlich gesagt, muss ja erstmal. nicht das Imper muss ja nicht dem Imperium Okay, dienen. Es ja. reicht ja, wenn er uns unterstützt. Unterstützt, ja. Also zum Beispiel Supportet, ja. Tusken Raider, ja, das ist jetzt kein Ja, einfaches stimmt. Kostüm, Ja, okay. aber es ist nicht einfach zu machen, aber es ist jetzt sicherlich günstiger, sagen wir mal so, wie wenn du jetzt sagst, okay, ich möchte aber halt mit einem Darth Vader einsteigen. Ja. Das Es gibt ja viele gut. Leute, die auch das machen, wenn einfach der Darth Vader halt der Lieblingscharakter ist. Aber das ist auf jeden Fall sehr, sehr aufwendig. Ja, das habe ich von Richard gehört. Ich weiß nicht, der scheint ja auch sehr aktiv zu sein bei euch. Hier aus Hannover. Der hatte ich ja zum Interview über seinen Darth Vader. Ja, genau. Richard ist ja bei uns stellvertretender Squad Leader unseres Northern Squads. Genau. Wie ich eingangs gesagt habe, ist unser Gebiet, also Deutschland, für uns aufgeteilt in 5 Regionen, nach Postleitzahlbereichen. Und wir haben eben den Norden, den Westen, den Osten, den Südwesten und den Südosten. Das sind so diese 5 Regionen und die haben wir jeweils zusammengefasst in einem Squad. Und im Squad selber gibt es dann eben auch nochmal sozusagen Mitglieder, die halt sich vor Ort oder zumindest in der Region halt als Ansprechpartner für andere Mitglieder um die Organisation und um das Clubleben kümmern. Also ja, schließt so ein bisschen an die Kommandostrukturfrage an, die du vorhin gestellt hast. Also diese Struktur von Commanding Officer mit Stellvertretung, das wird gespiegelt auf Garrison-Ebene. Also wir haben dann nochmal einen Commanding Officer für Deutschland, mit den entsprechenden anderen Mitgliedern, die da deutschlandweite Funktionen übernehmen und dann eben auf Squad-Ebene auch nochmal ein Squad-Leader-Team sozusagen. War das denn gleich, als es 2000 losging? Ich meine, war das denn gleich nötig, das so aufzuteilen? Oder war das erstmal so ein schleichender Prozess? Ich meine, 2000, das waren, ja gut, da kam ja gerade wahrscheinlich Episode 1 raus und kam dann nochmal Also so ein. das ist natürlich ein schleichender Prozess, weil am Anfang gab es, glaube ich, gar nicht genügend Mitglieder, um die Region überhaupt abzudecken. Also was heißt, glaube ich, gab es nicht. Die German Garrison als deutsche Untereinheit wurde gegründet von 10 Leuten, die alle ja natürlich aus einer Region kamen und das wächst dann über die Zeit und natürlich auch mit der Anzahl der Mitglieder ergibt sich dann überhaupt erst die Notwendigkeit für so eine strukturelle Aufteilung und dann eben auch diese regionalen Teams, einfach weil es irgendwann halt zu viele Leute werden, um es zentral von einer Stelle halt zu organisieren und es einfach auch für Mitglieder sehr angenehm ist, halt eben andere mit anderen Mitgliedern in der Region eben direkter zu kommunizieren oder dann eben auch, sage ich mal, auf dem kleinen Dienstweg in der Region Events zu organisieren und so weiter und das halt nicht zentral deutschlandweit machen zu müssen. Also gerade das Thema Eventorganisation macht bei uns eben das notwendig, diese regionalen Teams zu haben. Wenn ich denn dann Mitglied bin, müsste ich einen Beitrag bezahlen oder so? Oder ist das alles Nein, die komplett kostenlos? Genau, also die Mitgliedschaft in der German Garrison oder jeder anderen Garrison und damit geht ja auch die Mitgliedschaft in der 501st Legion einher, ist kostenlos, natürlich. Und die einzige Voraussetzung, um Mitglied zu werden, ist, dass man volljährig sein muss und eben ein Kostüm besitzen muss, was den Kostümrichtlinien der 501st Legion entspricht. Aber andere Anforderungen oder finanzielle Verpflichtungen gibt es bei uns nicht. Genau. Wie gesagt, das Kostüm selber ist natürlich ein finanzielles Commitment, aber wir haben keinen Mitgliedsbeitrag oder so, der fällig ist. Also genau. Und dann, ja, was erwartet mich dann, wenn ich Mitglied bin? Gibt es dann eine Auswahl an Events oder dass so ein Jahr mal abgedeckt ist mit diversen Wochen? Ja, also ich meine, grundsätzlich ist es jetzt so, dass eine Mitgliedschaft bei uns ja jetzt kein. Das kann man jetzt nicht vergleichen irgendwie mit einem Abonnement, das man irgendwie abschließt und dann für ein Jahr eine bestimmte Leistung irgendwie erhält. Also die meisten Leute werden ja bei uns Mitglied, weil sie halt große Star Wars-Fans sind, sich für Star Wars-Kostüme begeistern und letztlich halt eine Gemeinschaft suchen von Gleichgesinnten. Und das ist halt das, was man einfach bei uns findet. Ja, also wir sind ein sehr, sehr diverser Haufen von ganz unterschiedlichen Leuten, die aber halt vereint sind, durch ihre Begeisterung
von Star Wars. Und das macht einen sehr großen Reiz aus, weil man halt wirklich sehr viele neue, nette Leute kennenlernt, die man vielleicht sonst in seiner klassischen Bubble, die man so hat, einfach nicht so kennenlernen würde. Und das ist alleine schon ein sehr, sehr spannendes Thema. Und dann haben wir natürlich ansonsten das, was uns normalerweise oder in einem normalen Jahr schwerpunktmäßig beschäftigt, nämlich die Events. Und ja, davon haben wir tatsächlich, wenn es denn möglich ist, ganz, ganz viele. Aber jetzt halt natürlich im letzten Jahr und in diesem Jahr wurde einfach sehr, sehr viel abgesagt. Und es ist ja auch nach wie vor jetzt nicht möglich, größere Events zu haben. Also zwischen den Lockdowns hatten wir eben regional auch mal kleinere Events, sofern das halt sozusagen den Einschränkungen entsprechend möglich war. Aber jetzt der regelmäßige Eventkalender mit kleinen und großen Events jede Woche, in Anführungszeichen, den gibt es im Moment nicht. Aber ansonsten, also in einem normalen Jahr schon, weil wir ja wirklich eine Vielzahl von Events bestreiten. Also wir nutzen eigentlich jede Gelegenheit halt, um die Kostüme zu zeigen oder halt für Star Wars zu werben, also für die Begeisterung an Star Wars zu werben. Ja, da kommt es uns natürlich sehr zu Pass, dass Star Wars an sich halt für ganz, ganz viele Leute ein Thema ist, das sie gerne mögen. Und ja, wie gesagt, im Charity-Bereich gibt es eben auch ganz viel Krankenhausbesuche, Hospizbesuche. Das sind alles halt so Themen, die dann auch vornehmlich halt auf regionaler Ebene natürlich abgesprochen und organisiert werden, weil die Teams vor Ort dann einfach die Gegebenheiten auch am besten kennen. Ja. Und auf der anderen Seite haben wir aber auch dann tatsächlich Promo-Anfragen von Disney und von Lucasfilm, wo wir dann sozusagen in offizieller Star Wars-Mission unterwegs sind. Zum Beispiel bei den Filmpremieren sind wir in der Regel ja dabei. Oder wenn es neue Merchandise-Einführungen gibt, gibt es ganz oft halt Events im Handel, so Promo-Aktionen halt, wo in der Regel dann halt auch Kostümträger von uns dann offiziell angefragt werden und dann eben beteiligt sind oder aber halt einfach private Aktivitäten, Fan-Conventions, also die Comic-Cons oder sonstige Conventions, da sind wir in der Regel anzutreffen. Also ja, wie gesagt, jedes Event, das irgendwie einen Star Wars-Bezug hat oder wo wir Star Wars nutzen können, um letztlich irgendeinen guten Zweck zu fördern, da sind wir in der Regel gerne dabei. Aber es muss halt aber auch schon offiziell angemeldet werden. Also ich kann jetzt nicht, keine Ahnung, wenn ich jetzt hier mit 6, 7 Leuten irgendwo zum kleinen Klaus zum Geburtstag gehen und sagen, hier, wir sind von der German Garrison. Das geht wahrscheinlich dann nicht so wirklich. Also privat kann grundsätzlich ja jedes Mitglied machen, was es möchte, aber wir sind jetzt keine klassische Kostümagentur. Also es funktioniert jetzt nicht so, dass du bei der German Garrison sagst, ich möchte aber für mein Firmen-Event irgendwie Leute buchen. Fünf Darth Vaders oder Darth Vader Ja, genau. und Also so in der Regel funktioniert es ja nicht. Wir haben schon letztlich auch so ein paar Maßgaben, was eben Events erfüllen müssen, die wir eben bestreiten können. Und da gehört halt in der Regel schon dazu, dass irgendwo ein Star Wars-Bezug zumindest irgendwo sinnhaft sein muss. Und ja, also klar, offizielle Events, die uns von Disney oder Lucasfilm ermöglicht werden, die bestreiten wir natürlich gerne. Und bei allem anderen muss man dann letztlich von Event zu Event gucken, ob es möglich ist oder nicht. Das heißt, ihr steht auch regelmäßig in Kontakt mit den Leuten von Disney Deutschland wahrscheinlich und Ja, wenn also wenn irgendwas sich da, anliegt oder ja, die haben ja auch bei klar, uns was also, vorgegeben, sage ich mal, dass man halt ja kein Geld damit verdienen darf, was man macht quasi, ne? Also genau, und das ist ja auch bei uns das ganz Maßgebliche. Also habe ich ja eingangs schon gesagt, wir machen das alle freiwillig, wir machen das als Hobby und es darf eben keinen kommerziellen Hintergrund haben. Und da haben wir sozusagen halt zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen und das Thema Charity-Arbeit eben zu einer unserer Kernsäulen gemacht. Und ja, das wird auch von Disney und von Lucasfilm gerne gesehen und gerne unterstützt. also ist das dann regional bedingt Spendenaktionen oder wenn es dann irgendwas gibt, dass man dann ist jetzt Das nicht ein kann Spendenpartner, sondern ist halt auch aufgeteilt auf die ganzen. genau, also Charity-Aktionen können auch, also oder Charity-Organisationen insgesamt können auch gerne halt Kontakt mit uns aufnehmen, entweder zentral oder auf regionaler Ebene. Und dann besprechen wir letztlich, wie wir halt unterstützend tätig werden
können. Das ist auf jeden Fall halt ein sehr weiter Bereich. Ich habe ja, wie gesagt, schon ein bisschen ausgeholt. Wir haben auch tatsächlich offiziell mit Disney schon Krankenhausbesuche gemacht, wo sie normalerweise gesagt hätten, wir packen eine Mickey Maus ein. Dann war es halt in einem Jahr mal eine Abordnung aus Star Wars, was wirklich auch letztlich bei den Kindern sehr gut ankommt, aber natürlich nicht nur bei Kindern, sondern auch bei größeren Star Wars-Fans. Und ja, es ist ein breites Feld. Es kann eine Typisierungsaktion sein von der DKMS. Es kann Spendensammlung sein vom Roten Kreuz. Also wir sind jetzt auch nicht exklusiv mit einem Spendenpartner im Boot, sondern ja, wir helfen gerne sozusagen auf breiter Front, wo Aufmerksamkeit durch Star Wars eben geschaffen werden kann für solche Themen. Ja, sehr cool. Und das ist dann wahrscheinlich auch, das macht dann zusätzlich noch Spaß, wenn man dann was sieht und dass es dann hilft, umso mehr man eingenommen hat zum Beispiel und dann das übergeben kann. Das ist wahrscheinlich immer das Ziel und das Größte überhaupt. Ja, also ich denke, jeder, der sowas mal mitgemacht hat oder der dann auch erlebt hat, wie Kinderaugen leuchten können. Und dass man, also wenn man das dann auch realisiert, wie man selber halt dazu beigetragen hat, jemandem jetzt eine Freude zu machen, das ist schon was ganz Besonderes. Und ist natürlich an sich halt schon, wie soll ich sagen, ein ja, Erfolg einfach oder ein schönes Erlebnis auch Ja, für die Leute halt im Bestätigung, ja Kostüm. klar. Ja, genau. Also so schwierig es auch manchmal ist, ja, wir haben auch leider, leider, leider schon Kinder auf ihrem letzten Weg Ja, begleiten müssen. Das ist okay. dann tatsächlich auch für die Leute, die das machen bei dem Event, sehr, sehr schwierig und emotional Oh ja, natürlich klar, auch kann ich sagen. anstrengend. Aber ja, es gehört, also was heißt, es gehört dazu. Insbesondere wenn es halt Kinder sind, die wir über Events längere Zeit begleitet haben oder einfach über längere Zeit halt Teil deren Lebens sein konnten, dann ja, gehört auch das dazu. Aber wie gesagt, auch ein normaler Krankenhausbesuch in Anführungszeichen, es ist unfassbar toll, wenn man halt weiß, okay, Kinder sind im Krankenhaus in der Regel ja auch nicht wegen Lappalien, ja, und wenn man einfach sieht, wie die sich freuen können und weiß, dass man halt zumindest den Tag jetzt ein bisschen besser gemacht hat, das ist wirklich sehr toll. Das stimmt, ja. Das ist schon das ein oder andere Event selber mitgemacht da im Krankenhäusern. Das ist immer sehr, sehr schön, ja. Und du persönlich selber, hast du auch ein Kostüm? Ja, also zwangsweise, weil wie gesagt, Ja, okay, ja, na klar. man muss ein Kostüm haben, Achso, um bei man muss uns aber Mitglied nicht. zu sein, aber Man kann ein Kostüm, klar, um Mitglied zu werden, Kostüm, aber dann muss ich es dann immer vorführen oder beziehungsweise muss ich Events besuchen, um Mitglied zu bleiben oder? also du musst ein Event im Jahr bestreiten, um aktives Mitglied zu bleiben. Genau. Also das, ja, ist sozusagen eine grundlegende Regel, aber also jeder nach seiner Fasson, ja. Also wir haben auch viele Mitglieder, die auch tatsächlich jetzt nicht die Zeit haben, um jetzt jedes Wochenende auf irgendeiner Con dann letztlich an einem Event teilzunehmen, die dann halt ihre ein, zwei, drei, vier Events im Jahr nur machen. Auch völlig in Ordnung, ja. Also da gibt es keine Vorgaben, aber halt dieses eine Event im Jahr, das ist tatsächlich Pflicht. Genauso wie die Beteiligung an unserem jährlichen Zensus, wo man letztlich sich halt als aktives Mitglied auch meldet, einfach guckt, dass alle Daten stimmen, wie das halt klassischerweise so ist. Ja, aber das ist auch sozusagen die einzige formelle Pflicht, die man halt hat. Ja, aber das Kostüm zu besitzen und es auch tragfähig zu halten, ist tatsächlich Voraussetzung, um aktives Mitglied zu bleiben. Okay, danke. So, jetzt zu dir. Was hast du ein Schönes im Schrank hängen? Also ich habe tatsächlich mehrere Kostüme. Mittlerweile ist es ganz oft so, dass es nicht bei einem Kostüm bleibt. Irgendwie, wenn man mal Blut geleckt hat, dann führt er meistens eins zum anderen. Also mein erstes Kostüm, mit dem ich Mitglied geworden bin, ist ein Kylo Ren aus Force Awakens. Und dann dachte ich mir auch, super, ich habe jetzt ein Kostüm, wofür brauche ich mehrere? Ich kann ja eh nur eins anziehen. Und es hat aber leider genau 3,5 Monate gehalten, bis ich dann den Entschluss gefasst habe, eine Stormtrooper-Rüstung zu bauen, weil mich ein anderes Mitglied da einfach sehr angefixt hat.
Und ja, dann hat sich das so ergeben, dass die dann eben relativ schnell tatsächlich fertig war. Die habe ich dann sogar gebaut nach dem höchsten Standard. Also wir haben in manchen Bereichen eben mehrere Stufen sozusagen, die ein Kostüm erfüllen kann. Die Basiszulassung und dann eben ein oder zwei detailliertere Stufen sozusagen noch, die man erreichen kann. Beim Stormtrooper ist eben die höchste Detailstufe der Centurion-Level sozusagen. Und das hatte ich mir für den Stormtrooper dann tatsächlich vorgenommen und auch geschafft. Und ja, irgendwie hatte ich dann Gefallen dran gefunden. Und mittlerweile bin ich tatsächlich jetzt mit 11 Kostümen unterwegs. 11, wow. 11, ja. Nicht Genau. schlecht. Also da ist dann auch tatsächlich Die Qual der Wahl irgendwann dann, der darf oder? die Qual der Wahl, ja. Und dann habe ich mich auch sozusagen vorgearbeitet in die komplexeren Regionen und habe dann tatsächlich mittlerweile auch den Boba Fett und auch den Darth Vader am Start. Ja, Respekt dafür. Handwerklich Ja, danke begabt schön. oder kann man das wirklich Also, alles machen lassen? Oder es muss ja auch auf einen zugeschnitten werden, nehme ich an. Also so eine Rüstung. ja, also jedes Kostüm oder jede Rüstung muss auf den Träger angepasst werden. Und das hängt wirklich halt komplett vom Charakter ab und vom Kostüm ab, das man halt bauen will und dann letztlich auch, ja, wie sehr man Spaß daran hat, tatsächlich auch selber zu bauen. Ja, es gibt bestimmte Sachen, die kann man einfach selber bauen, aber wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich will, keine Ahnung, eine Offiziersuniform und bist aber selber halt leider nicht als Schneider begabt, dann ja, musst du halt gucken. Also es gibt halt auch ganz, ganz viele Mitglieder, die da einem unterstützend dann letztlich zur Seite stehen, wenn man halt was nicht selber machen kann. Ja, ich glaube, das Erlebnis hat jeder irgendwann mal, dass man sich dann, dass man einfach auf andere zurückgreifen muss. Und Das ist auch, also wie gesagt, wer es gemacht hat, ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, dass es auf den Träger angepasst ist und dass es eben unseren Kostümrichtlinien entspricht. Das ist das, worauf es ankommt. ich komme da immer noch nicht drüber weg, über 11 Kostüme, okay. Oder gibt es noch Leute bei euch, die noch mehr haben? Ach Oder ja, da bin ich im Mittelfeld. Oha. Ja, die Star Wars Verrücktheit, die ist schon sagenhaft manchmal, Ja. ja. Ja, gut, also es ist tatsächlich halt auch natürlich irgendwo immer so ein bisschen das Thema. Es macht jetzt auch nicht unbedingt Sinn, so super viele Kostüme zu haben. Das ist wirklich halt eine persönliche Frage, wie sehr man sich halt dafür begeistert, weil, wie du schon sagst, man kann ja auch immer nur ein Kostüm gleichzeitig anhaben. Wobei wir es tatsächlich teilweise schon fertig bringen, uns auch gerne mal auf Cons zwei oder drei Kostüme mitzunehmen, um uns dann halt auch mal umzuziehen zwischendrin. Also das kommt schon auch vor. Aber wie gesagt, ich glaube, ich weiß jetzt gar nicht, wir haben auf jeden Fall ein Mitglied, das weit über 20 Kostüme hat. Ja, also da ist 11 noch gar nicht das Limit. Sind dann viele, viele Charaktere auf jeden Fall. Und ist es dann auch so, dass bei einem Event, da gibt es wahrscheinlich halt auch diverse, ja, ich sag mal, Gruppenregeln, wie man sich zu verhalten hat, wahrscheinlich bei euch, was ja eigentlich in jedem Kostümclub so ist. Aber wenn so ein Darth Vader ist dann halt immer mit dabei oder muss der aber dabei sein? Wahrscheinlich nicht, ne? Also, Also weil es gibt. man sieht ja immer nur Darth Vader vorweggehen quasi auf Bildern oder auf Videos oder. Naja, gut, also es gibt. Wie soll ich das jetzt sagen? Also grundsätzlich ist es jetzt so, dass es halt Events gibt, wo vielleicht auch bestimmte Charaktere angefragt sind. Ja, wenn das der Fall ist, dann versuchen wir in der Regel auch, das zu erfüllen, natürlich. Aber grundsätzlich hängt es immer davon ab, welche Mitglieder halt einfach Zeit haben oder an dem Event teilnehmen wollen. Und daraus ergibt sich dann halt auch eine Auswahl an Charakteren, die halt dann da sein kann. Ja, und wenn man jetzt ein größeres Event hat, also zum Beispiel historisch gesehen, die größten Events, die wir hatten, sind in der Regel ja die Star Wars Tage im Legoland gewesen bis 2009, 2000. 18 tatsächlich waren wir dabei. Und da ist es in der Regel dann schon so, dass wir halt gucken, dass ein möglichst breites Spektrum dabei ist und dass dann halt auch ein Imperator dabei ist, dass ein Darth Vader dabei ist. Und wenn ein Event so groß ist wie die Star Wars Tage, dann ist es auch meistens halt nicht nur ein Darth Vader, sondern dann auch mehrere, weil man dann sich natürlich halt in Gruppen über den ganzen Park verteilt und so weiter und so fort. Aber es gibt jetzt keine feste Checkliste sozusagen, die vorsieht, dass auf jedem Event ein Darth Vader und zwei Stormtrooper und
was auch immer noch dabei sein muss. Gibt es so eine Aufstellungsliste wahrscheinlich? Ja, also ich, das liegt ja irgendwo nahe, wenn es ein Event ist, wo tatsächlich so viele Leute ja, teilnehmen, klar, dass man eine Parade macht zum Beispiel, dann gucken wir in der Regel schon, dass das eine bestimmte Struktur hat, eine bestimmte Aufstellung kriegt, eben damit es coole Videos und Fotos gibt, weil ja, das natürlich genau. auch das ist, was die Leute halt begeistert, ja. Ja, generell diese ganze Foto machen, Selfies und mit den Kindern, das ist ja immer sensationell, dass die sehen zwar nicht, was man für Arbeit und Geld reingesteckt hat, ne? Das wissen die ja wahrscheinlich gar nicht. Also Kinder, kleine Kinder oder Jugendliche, die wissen das ja gar nicht. Nee, wahrscheinlich nicht. Nur man selber weiß das, ne? Und das. Nein, aber es ist klar. Ich meine, die haben einfach die Begeisterung für Star Wars, die Begeisterung für die Charaktere. Und das ist halt wieder dieses Thema, die Freude einfach zu sehen, die man halt an Kindern, aber auch halt eben einfach anderen Leuten machen kann. Das ist echt ein ganz, ganz tolles Erlebnis. Ne? Ja, und da hoffen wir mal natürlich, dass es, ich sag mal, spätestens im nächsten Jahr wieder seinen normalen Weg geht. Das hoffen wir alle, ja. Kann von mir aus gerne jedes Wochenende irgendwas sein, dass man sich dann was aussuchen kann, wo man hinfahren kann, deutschlandweit oder ja, weltweit. Ja gut, wenn du selber, ja, also klar, weltweit natürlich auch. Es gibt Leute, die auch europaweit oder weltweit unterwegs sind. Im Star Wars-Bereich ist ja die Star Wars Celebration jetzt klassischerweise eine mögliche internationale Convention, die dann natürlich ganz spannend ist, die hätte ja im letzten Jahr in Anaheim sein sollen, ist dann aber ja leider auch abgesagt worden oder verschoben worden auf nächstes Jahr. Und das ist jetzt zum Beispiel ein internationales Event, was ich jetzt auch auf meiner Liste habe. Aber auch da sind, wie gesagt, die Geschmäcker ganz, ganz verschieden. Dadurch, dass wir halt über die 501st Legion halt mit anderen Garrisons vernetzt sind, ergeben sich auch oft einfach Einladungen halt ins benachbarte Ausland, dann muss man nicht ganz so weit fahren. Also wir troopen auch in Österreich zusammen mit der Austrian Garrison oder in Italien tatsächlich auch, in England, in Skandinavien. Da haben die Kollegen auch oft Events, wo sie einfach einladen. Ja, das ist auch. Und wer Lust hat, fährt hin. Cool, ja. Ja, klar, warum nicht? Und genau. Disneyland Paris ist ja nicht so weit weg, also in Anführungszeichen. Wenn das wieder offen ist, ich weiß gar nicht, wie das da aussieht. Da ist ja groß Star Wars-mäßig, ist ja noch gar nichts irgendwie, glaube ich, ne? Oder jetzt im Vergleich natürlich zu Anaheim nicht, aber. Also im Vergleich zu den amerikanischen Vergnügungsparks noch nicht. Das ist eher so im kleineren Stil. Bisher aber Galaxy's Edge soll ja auch nach Paris kommen. Ich weiß jetzt gar nicht, wann genau, aber spätestens dann. Ja. Ist auf jeden Fall auch eine große Star Wars-Präsenz. Ja, also Galaxy Edge ist halt, ne, hätte man da nicht irgendwas anderes nehmen, eine andere Zeitlinie oder so, oder, naja. Aber das ist halt Star Wars, ne, das ist, jeder mag, was er. Ja, also ich meine, das ist ja auch ehrlich gesagt das Schöne an Star Wars, dass jeder, also insbesondere auch jede Generation halt ihr eigenes Star Wars hat, in Anführungszeichen. Also das ist halt zum Beispiel auch so, ganz wichtig, finde ich, was man als Star Wars-Fan einfach akzeptieren muss, ja, dass Star Wars mittlerweile so vielfältig ist und so viele Facetten hat, dass man gar nicht alles wirklich jetzt persönlich mögen muss, sondern man hat halt einfach seine Facetten, die einem persönlich gefallen, und andere Leute mögen halt andere Facetten. Und ich finde, das zeichnet halt wirklich auch eine Franchise aus, wenn sie es halt schafft, so viele Generationen und so viele unterschiedliche Leute halt mit Inhalten oder Themen zu begeistern. Ja, und diese Begeisterung für Star Wars, auch wenn es dann unterschiedliche Epochen sind, sozusagen, das ist tatsächlich das, was halt so viele Menschen dann wieder vereint und was echt super ist. Ja, haben wir schon mal viel gelernt. Jetzt würde ich gerne noch so ein bisschen, ja, einen kleinen Plausch halten, dich ein bisschen näher kennenlernen, was deine Star Wars Leidenschaft betrifft. ja gut, zu welcher Fraktion du dich zählst, wahrscheinlich ist, ja gut, bei 11 Kostümen ist ja erstmal schwer wahrscheinlich. Aber doch, du favorisierst. Was meinst du? Ja, dunkle Seite, helle Seite, Jedi oder was du bevorzugst, Mandos. Ach so, tatsächlich, meine Kostüme sind maßgeblich Garrison-Kostüme, also Charaktere, wie gesagt, der dunklen Seite. Aber ich habe jetzt nicht nur imperiale Charaktere. Wie gesagt, ich habe mit Boba Fett einen Kopfgeldjäger, ich habe mit einem First Order Stormtrooper und Kylo Ren letztlich halt Charaktere halt aus der
neueren Generationen, sage ich mal. Aber ich habe auch, wie gesagt, mit Darth Vader, Boba Fett, klassische Charaktere oder auch einen klassischen Stormtrooper. Also da habe ich mich jetzt nicht so festgelegt, muss ich sagen. Aber tatsächlich, die Filme sind eher so mein Ding. Okay. Andere Medien Genau. dann nicht so oder nebenbei so ab und zu mal? Ab und zu, also ich habe auch Rebels geguckt, ich habe auch Clone Wars geguckt, aber tatsächlich die Filme begeistern mich am allermeisten. Und da, ja, bin ich aber, also grundsätzlich bin ich da sehr offen, weil das sind halt alles Medien, die ich konsumiere, weil ich unterhalten werden will. Und da bin ich eben auch sehr, sehr offen dafür und habe mich jetzt auch nicht festgelegt, ob mir jetzt die klassische Trilogie am besten gefällt oder ob es jetzt das Imperium schlägt zurück oder die Rückkehr der Jedi-Ritter ist, die jetzt irgendwie mein ultimativer Star Wars-Film sind oder einer von den neueren. Ich bin da insgesamt sehr begeisterungsfähig, was Ja die gut, Filme betrifft. die sind ja eigentlich nicht, darüber wird ja eigentlich nie diskutiert. Also jetzt die alten Filme, sage ich mal, aber jetzt die natürlich die neueren, die sind natürlich immer, da geht es ja manchmal heiß her in den Diskussionen, wie man dazu steht. Naja, also klar, also das ist immer eine emotionale Diskussion, aber also insbesondere in den etwas älteren Generationen kann man auch vortrefflich darüber diskutieren, welche der klassischen Episoden jetzt die ultimative Episode ist. Also da kann es schon auch emotional zur Sache gehen. Aber wie gesagt, das ist das Schöne. Jeder kann halt seinen eigenen Favoriten haben und das ist auch völlig okay. Denke ich mal, das ist bei euch. Ich weiß ja, trefft ihr euch jetzt zum Beispiel auch irgendwie online oder Stammtische machen ja auch viele. Ja, also ich weiß jetzt nicht, das ist zum Beispiel halt so ein klassisches Thema, was jetzt so ein bisschen auf Squad-Ebene auch unterschiedlich gehandhabt wird, je nachdem, was die Leute in der jeweiligen Region halt auch wollen. Aber es gibt natürlich die Möglichkeit, sich online zu treffen. Viele machen das sicherlich auch. Wir haben so ein klassisches Thema, die Amor-Partys, also wo man sich sonst halt irgendwie bei jemandem zu Hause getroffen hat, um halt gemeinsam an einem Kostüm zu bauen oder an der Rüstung zu bauen. Das geht im Moment ja auch schlecht. Also zumindest sich in echt zu treffen, aber auch das ist Ja. was, was wir jetzt teilweise halt über Videokonferenzen machen zum Beispiel. Ja, also da ist auch jeder halt unterschiedlich offen dafür oder unterschiedlich begeistert davon. Aber ja, wir nutzen alle Möglichkeiten, die sich da bieten. Tatsächlich, wir haben auch schon ja, virtuell getoopt sozusagen, um Okay. das dann halt als Video zu veröffentlichen oder einfach für bestimmte Zwecke halt, ja, auch das geht ja, wobei ich sagen muss, das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, zu Hause im Kostüm vor der Ja. Kamera rumzuspringen. Es ist oft lustig, aber grundsätzlich halt natürlich schon was anderes, wie wenn man halt zu einem Event fährt oder auf eine Con fährt, um dann halt den ganzen Tag im Kostüm unterwegs zu sein. Das fand ich auch so lustig, als hier, ja, ich weiß nicht, deutschlandweit auf einmal im Schnee lag und dann kamen überall dann ganzen Videos mit den Star Wars Klamotten im Schnee raus. Fand ich sehr cool. Ja, da Also haben hier oben, natürlich ja. alle Snowtrooper sind da natürlich perfekt Ja. vorbereitet. Ja. Die Shorttrooper haben es ein bisschen schwer im Schnee. Ja gut, es gibt natürlich Sommer- und Winterkostüme. Wahrscheinlich hast du ja gut bei deinen Ja, Elfen. klar. So ein Vader, habe ich ja gehört, ist trotz Ventilatoren drin nicht so angenehm sein im Sommer. Ja, gut, ich meine, Schwarz und schwarzes Lederkostüm mit ja. Stofflagen drüber. Ist halt warm. Aber das sind tatsächlich viele Kostüme. Also die meisten Kostüme bestehen ja aus mehreren Lagen. Und selbst der Stormtrooper, der jetzt nicht so viele Schichten hat, kann sehr warm sein, je nachdem, wie halt die Voraussetzungen einfach gerade sind. Ja. Aber ich glaube, da hat auch jeder so sein Thema, wie er halt damit umgeht. Ja. Es gibt so ein Kostüm, das mich wahnsinnig reizen würde, wo ich aber einfach sage, das würde ich nie anziehen können. Das ist der Range Trooper zum Beispiel, weil der ja, also aus Rogue One, Schmarrn, Klar. aus Solo, mit dem dicken Lammfellmantel oder was auch immer es Ach so, auf Befehl dem dann im Zug, Star Wars okay. Universum ist auf dem Zug, ja. Und stell dir mal vor, du bist auf einer Con unterwegs und es ist eh so heiß und dann hast du noch diesen Mantel an und das Kostüm ist so cool, aber das würde ich nie anziehen können in echt, glaube ich. Das ist echt, ja, das stimmt. Das ist echt cool, aber verdammt warm und Ja, also wie gesagt, muss man gucken. Auch das ist halt zum Beispiel so ein Thema,
Was sich auf jeden Fall lohnt, sozusagen am Anfang halt in der Recherchephase auch mal so ein bisschen zu verproben, ja, weil das einfach oft Facetten sind, wo man sich viel zu spät Gedanken drüber macht. Auch beim Bau, ja, weil du kannst ja ein Kostüm auch ja schon relativ früh eben mit dem im Hinterkopf ausgestalten, was du halt vorsehen willst. Wenn du in deinem Helm Ventilatoren haben willst, musst du dir natürlich Gedanken machen, wohin. Dann musst du vielleicht auf anderes Innenleben im Helm verzichten, damit das überhaupt funktioniert. Und das geht halt natürlich bei den restlichen Kostümteilen auch so, weil du kannst ja auch in Rüstungen Ventilatoren unterbringen oder Lautsprecher ist so das klassische Thema. Ja, wenn du jetzt sagst, also Stormtrooper zum Beispiel haben ja oft diese Stimmverzerrer, die halt dann auch letztlich halt diese Funkgeräusche letztlich einbauen und sowas, dann brauchst du einen Lautsprecher, dann brauchst du ein Mikro. Also es gibt schon relativ viele Facetten, wo man sich insgesamt halt Gedanken drüber machen sollte, was man halt am Anfang gar nicht so auf dem Schirm hat, wenn man halt nicht erstmal recherchiert, wie sich das Kostüm nachher letztlich halt auch so trägt. Ja? Also gerade so Themen wie Anziehen ist, also ein Kostüm anziehen, das ist Ja, auch ist was, wo man schon, oftmals nicht alleine möglich, ne? Also. genau, und das muss man halt bei der Planung und beim Bauen schon letztlich bedenken, wie das nachher funktionieren soll. Ja? Also das ist wahnsinnig hilfreich, wenn man sich früh in der Planungsphase halt drüber informiert, mit welchen Lösungen sozusagen andere Leute halt gute Erfahrungen gemacht haben. Ja, und das kann man am besten in euren Foren und sich da schlau zu machen, Genau, also auch entweder schlau halt zu bei uns im fragen. Forum oder dann in den jeweiligen Detachment-Foren. Also genau, also Stormtrooper zum Beispiel sind im First Imperial Stormtrooper Detachment. Da sind sowohl die klassischen als auch die First Order Stormtrooper beheimatet. Das gleiche gibt es für TIE-Piloten. Da sind dann letztlich alle Varianten der TIE-Piloten. Oder die Sith Lords haben eben alle Sith Lords aus dem Kanon, also die Imperatoren, die Darth Vaders, die Kylo Rens und so weiter und so fort. Für Kanon, für Legendencharaktere oder Charaktere aus dem erweiterten Kanon gibt es zum Beispiel das Flagship Eclipse Detachment, wo man sich eben auf die Charaktere spezialisiert hat. Also ja, wenn man also eine bestimmte Vorstellung davon hat, welches Kostüm man machen möchte, dann sollte man sich halt am besten das entsprechende Detachment raussuchen und findet dann auf jeden Fall reichlich Informationen und Unterstützung in dem jeweiligen Detachment-Forum. Die Nummern unter den Kostümträgern oder die, wenn man halt ein Bild sieht von euch, was bedeuten die überhaupt? Also es ist grundsätzlich so, dass jedes Mitglied in der 501st Legion und dann eben auch in der German Garrison eine einmalige Mitgliedsnummer hat. Und das sind eben diese jetzt mittlerweile fünfstelligen Nummern, die du dann halt immer siehst in Kombination mit den Buchstaben. Das heißt, die Nummer ist die Mitgliedsnummer dieses jeweiligen Mitglieds und dieses Buchstabenkürzel, was davor steht, bezieht sich auf das Kostüm. Und bestimmte Kostümkategorien haben eben bestimmte Buchstabenkürzel. Und dann gibt es eben TKs für die Stormtrooper, TDs für die Sandtrooper, SL steht für die Sith Lords, DS steht für Dark Side Adept zum Beispiel. Ja, genau, und daraus ergeben sich eben diese manchmal kryptisch wahrgenommenen ja, Kürzel. Aha, okay. Ich tendiere dann doch mehr zu der hellen Seite, aber, oder Ja. ist einfach so, aber wenn, in meiner Findungsphase habe ich natürlich auch ausprobiert und überlegt, was ich denn schlussendlich mache, aber naja, sonst ist Old Republic oder wer weiß, was jetzt noch kommt mit der High Republic, obwohl da sind es ja mehr die Wikinger oder die Wikinger, ja, die da die wahrscheinlich dann den Part zu euch finden werden, ne? Also wenn sie in so einem Ja, Roman schauen wir mal. die erwähnt werden. Schauen wir mal, schauen wir mal. Also jetzt tatsächlich, jetzt aktuell sozusagen von den aktuelleren Sachen ist natürlich halt The Mandalorian, also die Fernsehserie, natürlich halt ein Thema, was jetzt auch bei uns natürlich Einzug gehalten hat mit verschiedenen Charakteren. Kam wahrscheinlich eine rege Anzahl an Dinjarins zu euch, oder? Ja gut, das musste ja natürlich erstmal geklärt werden, welche Varianten jetzt überhaupt bei der 501st Legion zum Beispiel eingetragen werden können, weil da sich natürlich die Frage stellt, ab wann ist er denn oder bis wann ist er denn überhaupt
ein Charakter, der jetzt ins Portfolio von der 501st Legion passt. Andersrum muss sich die Rebel Legion ja oder musste sich auch die Frage stellen, sozusagen, ab wann ist er denn überhaupt ein Charakter, der sich für die Rebel Legion qualifiziert? So, also das sind dann halt so Facetten im Detail, ja, und deswegen ist das jetzt halt ein klassischer Charakter, den es in beiden Clubs gibt, aber halt in unterschiedlichen Versionen. Aber ja, also das lässt sich alles lösen und insgesamt auch mit der Death Watch und so gibt es immer eine Vielzahl an Kostümdiskussionen, wie man die eben Ja, das ist auch umsetzen das kann. Schöne daran, ne? Das hält das alles am Leben immer. Gerade, gut, der Content kommt ja jetzt mehr oder weniger schneller und langsamer. Und das wächst und wächst ja stetig, ne? Wahrscheinlich. Ja, also die Perspektive ist ja nicht sparsam an Star Wars Content. Ja, ich glaube, da fiebern wir jetzt alle halt entgegen, was dann so im Detail halt jeweils tatsächlich dahinter steckt. Also jetzt mit Bad Batch ist ja der nächste Serienstart jetzt relativ greifbar. Im Mai schauen wir mal. Zumindest ein Kinofilm war ja auch auf der Liste. Insofern ist es, da bin ich wieder bei dem Punkt, ja, das ist das Schöne und das Wichtige, dass halt für alle auch was dabei ist. Ja. Und ich glaube, genau, also wenn jetzt ist über Animated, bis hin zu Realserien fürs Fernsehen oder für Disney Plus, bis hin zu Kinofilmen, es ist wirklich alles dabei und wie gesagt, Bücher, Comics und so weiter, die sind ja sowieso dauerhaft auch auf der Liste. Also es kann, glaube ich, keiner sagen, dass er oder sie jetzt keinen Nachschub bekommt. Das ist unmöglich. Ja, okay, dann hätte ich noch, warte mal, eine Frage, die Ja, ich klar. gerne allen stelle, die ich hier so zu Gast habe. Mit welchem deiner, oder hast du wahrscheinlich, Lieblingscharakteren würdest du gern mal ein Glas Bantamilch trinken wollen? Oh Gott, das ist echt schwierig. Vielleicht zwei. Okay, zwei. Ich habe Zeit. Ich würde tatsächlich sagen mit Darth Vader. Oh, okay. Der ist aber auch schlecht gelaunt jedes Mal, oder? Ja, das macht gar nichts. Aber ich glaube jetzt so zurückblickend sozusagen, als ich klein war, war Darth Vader einfach so mein erster Charakter, den ich wirklich, wirklich, wirklich großartig fand an Star Wars. Mit einer der ersten Actionfiguren, die ich hatte. Da beneide ich die Leute. Das ging als Kind bei mir komplett vorbei. Also, ich weiß nicht. Ich war mehr der Enterprise-Man-Kind. Das Ja, also Enterprise-Kind. Captain Picard, so, der hat mich so ein bisschen mit aufgezogen und Ja, die Star Trek-Fraktion, nicht die Star genau. Wars-Fraktion. Ich mag Ja, beides. gut. Also, Ja, also tatsächlich, ich bin Darth jetzt nicht so der Vader. große Star Trek-Fan, aber es ist natürlich, also gibt auch bei uns natürlich ganz viele Leute, die Science beide Fiction. Fandoms sehr, sehr mögen oder halt generell offen sind für Science Fiction, genau. Ja, ich war eigentlich immer sehr Star Wars zugetan und wie es halt dann so ist, ja, irgendwann kommt das Leben halt dazwischen, dann hat man mal andere Prioritäten Ja, und klar. dann habe ich irgendwann meine Begeisterung für Star Wars einfach wiederentdeckt und freue mich, ja. Genau. Also, Gut, das Wähler und locke ich ein. ja, Alles gut. hervorragend. Ist, glaube ich, sogar der Erste, der das sagt, dass ich da rantrauen würde, aber okay. Ja, mei. Aber es ist halt, wie gesagt, sicherlich einer der Charaktere, für die ich am längsten Begeisterung hege. Ja, Aushängeschild und da denkt man auch mal sofort als erstes dran, ne? Also den hat mindestens jeder auf der Welt einmal gesehen, ne? Ob man das in Ja. Verbindung bringen kann, aber man erkennt ihn auf jeden Ja, Fall. ich glaube, Stormtrooper, also wahrscheinlich die klassischen weißen Stormtrooper und Ja, Darth auch, Vader ja, okay, ja, klar. dürften so die, was soll ich sagen, offensichtlichsten Star Wars Charaktere sein. Ja, ansonsten, was macht man jetzt noch so in der Ja, in der langen, vielen, vielen Freizeit oder denke ich mal, dass man Freizeit hat oder bist du immer unterwegs für die Garrison? Wie viel Zeit verschlingt das Also so im Privaten? in einem normalen Jahr, also mit Events, wenn man sie denn bestreiten kann, verschlingt es schon relativ viel Zeit. Aber gut, also wie gesagt, das ist ja jetzt kein
Also muss jeder ja selber entscheiden, aber ich verbringe im Moment tatsächlich relativ viel Zeit damit, auch weiterhin Kostüme zu bauen, in freudiger Erwartung, dass es irgendwann wieder Events gibt, auf denen ich sie tragen kann. Also ja, beschäftige mich gerade mit einem Mandalorian-Kostüm, mit einem Sith Trooper-Kostüm. Das sind jetzt so meine nächsten Ja, Baustellen. schön. Ganz in Rot, ja, sehr schön. Ja, rot Hochglanz lackiert. Viel schleifen. Ja, stimmt, ja. Schleifen, spachteln, schleifen, spachteln. Und ich mache mir Sorgen wie mein paar Lagen Stoff, die ich tragen muss, naja. Tja. Wie gesagt, da hat, glaube ich, jeder so seine Sorgen, um die er sich halt Gedanken macht, aber tatsächlich Lagen von Stoff machen mich mittlerweile nicht mehr fertig. Das ist wirklich eher dann die Frage, wie komme ich jetzt in eine Rüstung, wenn ich mich nicht mehr genug bewegen kann, um mir Rückenplatten anzulegen und solche Sachen. Ja, das ist ja oft, das habe ich auch schon oft gesehen. Die Bewegung oder das Sehvermögen lässt nach, man kann sich nicht wirklich hinsetzen und fragt man sich eigentlich auch manchmal, oh, warum mache ich das eigentlich alles? Oder. Habe ich also jetzt tatsächlich im Sinne von, habe ich es bereut, an diesem Tag in das Kostüm geschlüpft zu sein? Habe ich, glaube ich, nur an einem Tag, wo ich mal wegen meinem eingeschränkten Sichtfeld über einen kleinen Busch gestolpert bin in meiner Stormtrooper-Rüstung, weil ich ihn einfach nicht gesehen habe. Aber ansonsten tatsächlich in den fast 5 Jahren, die ich jetzt dabei bin, eigentlich nie, weil es tatsächlich, also ich finde es tatsächlich sehr cool. Sehr cool zu troopen, sehr cool in die Kostüme zu schlüpfen und einfach auch andere Leute zu treffen, weil ja, the more the merrier. Also das weiß, glaube ich, jeder, der schon mal auf irgendeinem Event war oder auf einer Con war, wo dann einfach halt eine große Gruppe von Star Wars Charakteren auch unterwegs ist oder auch eine große Gruppe von Charakteren aus anderen Fandoms. Das ist einfach wahnsinnig eindrucksvoll. Und so knüpft man Kontakte, spinnt sein Netzwerk. Ich habe mir auch nie gedacht, dass ich sowas mache. Und jetzt habe ich schon so viele Leute kennengelernt. Ja, freue ich mich auch dann irgendwie. Und wenn man sich mal über den Weg läuft, wäre das sensationell. Das greift man alles nächstes Jahr dann an. Ja, wenn die ganzen Cons wieder stattfinden. Hoffentlich. Genau. Drücken wir uns allen die Daumen. Ich glaube, das ist ein weiteres Thema, was uns alle vereint. Genau, Genau. Die Wiedersehensfreude auf Conventions. okay, dann würde ich sagen, haben wir viel gelernt über die German Garrison. Genau. Ja, also wie gesagt, wenn es Fragen gibt, wir haben ja auch eine Website, wir haben Social Media Auftritte auf Facebook, auf Instagram, auf Twitter. Man kann uns dann auch jederzeit natürlich kontaktieren, wenn man Fragen hat oder einfach mal gucken will. Also insbesondere zum Gucken gibt es natürlich da auch immer einiges. Dann würde ich sagen, bleib noch kurz dran, leg nicht gleich auf. Die letzten Worte gehören dir. Kannst auch gerne alle Mitglieder grüßen, namentlich. Bei 972 oder so wird es, glaube ich, eine relativ lange Grußphase. Insofern davon würde ich dann eher Abstand nehmen. Aber es hat mich auf jeden Fall sehr gefreut, dass ich dabei sein durfte, dass ich ein bisschen was über die German Garrison erzählen durfte. Ich würde mich tatsächlich freuen, wenn der ein oder andere oder die ein oder andere sich inspiriert fühlt, ja, tatsächlich das mal anzugehen, insbesondere wenn man sich schon vielleicht länger mit der Idee getragen hat, so ein Kostüm zu bauen, kann ich wirklich alle nur ermutigen, einfach den Kontakt zu suchen, sich zu informieren und habe selber einfach festgestellt, dass es in der Gruppe viel, viel besser geht und dass man wirklich auch viel Hilfestellung bekommen kann. Es lohnt sich also auf jeden Fall, wenn man dem Thema was abgewinnen kann, sich zumindest mal zu informieren und den Kontakt zu suchen. Und ja, vielleicht, wie du sagst, klappt es ja wirklich, dass wir uns dann bald mal auf irgendeiner Convention oder einem Event dann auch mal treffen. Wenn nicht wir beide, dann aber zumindest du auf jeden Fall mit anderen German Garrison-Mitgliedern. Das sollte zu schaffen sein, Das auf jeden glaube ich Fall. auch. Genau, also meine Kollegen im NSQ sind da auch sehr, sehr umtriebig. Ja, nicht nur der Richard, gibt ja ganz viele. Da ergibt sich bestimmt was. Okay, wunderbar. Dann sage ich Dankeschön und Danke dir. danke fürs Einschalten, liebe Hörerinnen und Hörer. Und ja, wir hören uns das nächste Mal auf jeden Fall hier beim TongTong Talk.
bleibt gesund und möge die Macht mit euch sein. Ciao, ciao. Viele Grüße, vielen Dank und ciao, ciao, das bis bald. Das Leichentuch der dunklen Seite ist gefallen. Begonnen der Angriff der Klonkrieger hat. Ihr seid Amerika, nicht wahr? Wir sind Hüter des Friedens, keine Soldaten. Er hat mir gesagt, dass Sie ihn umgebracht haben. Ich bin dein Vater. Kenobi! Bye-bye.